Stream-Infos, dann wird das nie übernommen, wird das Feld angezeigt, aber es wird nie übernommen, was ich eingetragen habe. Muss ich das immer die Seite web neu laden und dann kann ich das ändern. Ist immer sehr uncool. So, da muss ich mein Knie für Mist rum. Nu skip, top back. Ach, wenn ich dir das hier schon sehe, hier die B2, oh, das müsst ihr auch irgendwann mal spielen, zu Ende. Ein was? Die B2. Das weiß die ja von Nier Automata. Ach, du willst Nier Automata spielen? Ich hab's einmal angefangen, das muss ich irgendwann mal zu Ende spielen. Ich das habe halt ein Achievement in dem Spiel. Das ist aber langweilig. Ich habe 6 Achievements. 2. Januar 2019. Das ist schon lange her. 2017 habe ich mein letztes, wenn ich richtig sehe. Ja genau, mein letztes ist vom Dezember 2017. Dann hast du auch noch vorher Replica, alle... sehe ich gerade. Hast du auch gekauft. Und vorher habe ich das gekauft? Ja. Den zweiten Teil, habe ich den gekauft? Ja. Hast du. Da war aber gut im Angebot da. Wahrscheinlich. Ich habe auch gesehen, ich habe Red Dead Online. Habe ich mir damals für 5 Euro gekauft anscheinend. Habe ich gar nicht mehr gewusst. Oh stimmt, Epic wollte ich ja auch mal nachschauen. Was ist denn jetzt gerade aktuell in Epic da? Ich glaube nichts Besonderes. Epic Games .com. So, mal kurz das Spiel starten und dann für. Der Launcher braucht ja immer eine Ewigkeit zum Laden. Von was? Der Epic Launcher braucht so immer so Ewigkeiten. Und dann unten diese Prompts, die man mit dem X immer wegmachen muss. Das nervt mir die ganze Zeit. So. Kann man die auch deaktivieren? Cult of the Lamb kann ich ja auch immer noch spielen. Weaver für hier brauche ich nicht mehr. Da kann ich die Operation Toggle eintragen. Die Sache, dass ich jetzt das sehe, ja, ich sehe was. Cool. Wurde übernommen. Schön. Nice. Cash das aus Stream dann. So. Was ist denn das? Der Komplex. Sieht denn so komisch aus? 5 Dates. Ist das 5 Dates of Freddy oder was? Ach, man kann die Benachrichtigung ausmachen, sehe ich gerade. Sehr gut. Gleich mal ausgemacht. Darkwood und Toe Jam und Earl. Das ist ein nächste Bild. Evoland. Evoland und Fallout. Evoland. Ah, ein paar schöne Spiele. Game of the Year Edition sogar. Das stimmt. Evoland habe ich schon mal überlegt, ob ich mir das hole oder nicht, nee, aber ich hab's. Nö, jetzt ist ja dabei. Ist eigentlich das Ganze. Das sind ja alle Teile. Sind das alle Teile? Ich denke mal Legacy Edition, ja. Legendary Edition steht da. Glaub, ist Evoland 1 oder 2, aber gibt's denn die schon noch weitere? Also gibt's denn auch DLCs dazu? Ich weiß es nicht, Ben. So sehr habe ich mich damit nicht beschäftigt. Ich guck hier mal Steam. Zeig mir mal Evoland. Evolande. 1 und 2. Evoland 1. Two games for the price of one. Wenn ich mich recht entsinne, war der Preis einfach nur zusammengerechnet? Nee, du hast 10 Euro gespart, wow. Okay, also Evoland 1 hat keine DLCs. Aber Evoland 2 hat 1 und das ist das Artbook anscheinend. Okay. Ach ja, ich habe mir auch Escape Academy geholt, weil das zum Glück auch angezeigt hat, dass es ein DLC auskommt. Da lohnt sich dann noch das hier. Season Pass dann nochmal. So, wollen wir anfangen? Wollen wir Stream anfangen?
Bin so weit, starten ja. wir mal eines, starten wir mal einen schönen Stream. Freuen, dass alle wieder da sind. Einstellungen passen auch ganz gut. Ich hole mal den Controller zur Hand. Hab ich das mit Controller gespielt? Ich weiß das nicht ich mehr. Ich hab das, glaube ich, mit Controller gespielt, das. Brauchst du einen Code? Jo. Ein Code. Ja, damit. Eine 8802. Und dann eine 012. Wieso skippt mein Cursor irgendwie teilweise Flächen? Hä? Good morning, agents. Your work as Tango operatives may be exciting, but it's also very risky. That's why I'm inviting you to our state-of-the-art training facility in the Swiss Alps. Given your proven track record, we'll go with expert-level simulations. As you complete each of the challenges, new areas of the facility will unlock. Let's see how fast you get to the finish line. Good luck. Vollzeit, 1 Minute 15? Was sollen wir denn da bitte machen? Bin ganz entspannt, wir gucken es erstmal an, vielleicht ist ja gar nicht so schlimm. Ganz entspannt. Oh nein, du musst mir sagen, wo es langlaufen soll. Hilft dein Partner, das Bodenknopf so schnell wie möglich zu erreichen. Ja, ich sehe halt die Laser nicht, ne? Musst mir jetzt sagen, wo es lang gehen soll. Steh hier noch. Schwart hier noch. Ah ja. Dort, wo du bist. Jo, da. Ja. Geradeaus. Zweimal. Noch einmal. Dann zweimal nach links. Achso. Kamera war an. Ups. Zweimal nach links. Ab in den Laser. So. Genau der gleiche Weg. So. Zweimal vorne, zweimal rechts. Jo. Kann ich. Achso. Oh Gott. Wo musst du denn überhaupt hin? Einmal komplett quer rüber. In einen anderen Raum wahrscheinlich. Dann dreimal nach vorn. Ah ne, ich muss hier zum Schlüssel. Hier ist der Schlüssel. Achso. Aber. Dann zweimal nach vorn. Hier, zweimal nach vorn. Und jetzt zum Schlüssel. Ich brauche einen LTL-Schlüssel. Was? LTL-Schlüssel. LTL-Schlüssel. Neun vier eins sieben. Tot ungültig. Nein. LTL. Ja, ja, LTL. 9417. 6768. 6. Ach so, wir haben jetzt Form hatten der Schlüssel. Oben ist ein Viereck. In der Mitte hängt links und rechts sozusagen eine Raute, also ein Parallelogramm raus. Unten links ist die Spitze und auf der linken Seite und oben rechts auf der rechten Seite. Und unten der Fuß ist ein einfaches Dreieck nach links. Wie ist das Parallelogramm nochmal? Das Parallelogramm ist sozusagen unten der Boden, also der Fuß einfach nach oben verschoben in die Mitte und dann sozusagen die Spitze ist einmal quer rüber nach rechts auf der anderen Seite. Also zeigt rechts nach oben und links nach unten sozusagen. Ja.
9016. Wieso werde ich hier rausgeschmissen? Warte mal kurz. Achso, wahrscheinlich reagiert er auf die Maus. Wir sind übrigens 2 Minuten 30 schon verschwendet. Ja, wie gesagt, wir müssen uns erstmal zurechtfinden. Wieso darf ich jetzt hier nicht schreiben? Sinnlos? Ungültig. 8323. Ja. Okay. Dann jetzt muss ich an die Tür ran. So. Dann eins nach vorn. Dann drei nach links. Nein, natürlich darfst du nicht. Schräg. Bin ein bisschen schräg gelaufen. Tut mir leid. Ja. Hey, ich hab den Schlüssel in der Hand. Aber wir fangen gerade nicht von vorne an. Ich würde einfach mal komplett die Mission von vorne starten. Aber geht bist du denn jetzt gestartet? Ich bin hier am Anfang immer noch. So, dann geht 2-3 nach vorn, genau. 3 nach rechts. 4 nach vorn. Noch eins, ne? Ja. Jo, so, jetzt gehst du. So, noch 3 weiter. 3? Achso, du musst jetzt zur Tür. Jetzt 3 nach vorn. 2 nach rechts. Gehen wir 3 nach vorn. 2 nach vorn. 1 nach links. Und nach vorn. Ach so, ich sehe. Nur an einer Stelle ist der Schlüssel. Ah, okay. Wow, 4 Minuten. Na, das Einzige, was wir machen müssen, ist halt, du musst halt schnell durchkommen und dann musst du mit den richtigen Schlüssel ansagen. Wichtig ist halt... Oh, wir fangen von vorne an, okay. Du musst jetzt wohin? Der Schlüssel ist hinten links. Also kurz okay, 3 nach vorn. 3 nach rechts. 4 nach vorn, 3 nach vorn. So, dann 4 nach links. 3 nach vorn. 3 nach rechts. 1, 2, 3, 4, 5 nach vorn. 2 nach und links. Hier links ist der Schlüssel. 2 nach links. Dann 2 zurück. Und dann jetzt zum Schlüssel. Der Schlüssel ist der gleiche. Der Schlüssel ist der gleiche. 0119. 0119. Okay. Ach. Warte. Ja. Jetzt gehst du den Weg wieder zurück. 2 nach vorne also. 1, 2. Noch eins. Nein. 2. Ach nein, das fängt ja gar nicht von vorne an. Nee. Können wir. Ach hier, da unten. Leute, starten. So. Ah, da ist es. So, hier? 3 nach vorn. 2 nach rechts. 2 nach vorn. Jetzt zum Schlüssel. Der gleiche wie vorher. Ah, ne. Diesmal ist das Parallelogramm umgekehrt. Also links ist rechts. Links ist oben und rechts ist unten. Okay. 9016. 9016. So, jetzt gehst du 3 nach vorn. So, ja. Genau, 1 nach vorn. Hier. 1 nach vorn, da. Ja. 3 nach links. 3 nach vorn. 2 nach rechts. 5 nach vorn. 1 nach links. Ab zur Tür. Dann durch. Oh, noch 15 Sekunden. Schaffen wir. Noch 12 Sekunden Zeit. Nice. Hey. Okay, wie sieht's denn jetzt aus mit Achievements bei dir? Ich glaube, das
zählt nur, wenn ich das komplett durchgemacht habe. Ich muss mal nochmal nachschauen. Weil der rechnet nicht für jedes einzelne ein Achievement, sondern insgesamt. Er sieht nämlich nur 6 Achievements, die ich kriege. Schließe alle Herausforderungen als Hacker ab, schließe alle Herausforderungen als Agent ab. Mit beiden Charakteren gewinne dann alle Herausforderungen mindestens als der Bronze, Silber, Große, Goldmedaille. Okay, wir müssen genau, alles das Gold heißt, machen. ja, alles Gold und einmal mit Agent spielen und einmal komplett als Hacker. Ja, Weil wollen wir dann da hab gleich ich. mal wechseln? Ach, wisst ihr gleich hier an der ersten Ausstattung wechseln? Ja. Jetzt müsste ich, glaube ich, keine Goldzeit erreichen. Jetzt müssen wir es einfach nur durchschaffen. Ja, stimmt. Überwachungs-App oder war das? Der Mitte, genau. Ach, in der Mitte. Laserhalle-Kamera. Sehe Der dich gar nicht. Schlüssel ist Alter, du bist schon links durchgegangen. oben, rechts unten. Und dann unten der Fuß ist nur noch links. Ah, es hat nur so ein Dreieck. Links oben und rechts unten hast du gesagt, ne? Das ist dann 6388. So, jetzt. Genau, eins gerade. Dann. Da genau 3. Dann nach vorne 1, 2, 3. Dann nach rechts 2. Dann gerade. Fünf. Ja. Und dann wieder zur Seite 1 und dann wieder durch. Netzwerkverbindung. Ist ja egal. Gut. So, machen wir einfach so weiter. Okay. Dann wechseln wir halt immer alle in der so. Ui, das klingt ja schon. Roboter und Geräte. Laserhandkamera. Okay, du musst. Was ist das für ein Feld? Ja, und dann einmal. Was ist das? Ich sehe die Okay. Laser. Siehst du die Laser? Ich habe hier 1, 2, 3, 4. Okay, ich weiß, wo 1 und wo 2 ist. Eins ist Genau, und hier. 1, genau, das ist aber Aber bei da denen ist da nichts drin, drin. glaube ich. Achso, warte, wenn du jetzt nach vorne gehst, 2, das ist 1 theoretisch. Da Ah ist eine ja. 1-Markierung drauf. 3, 5, 5, 3, 5, 0, 0 blau. Muss ich irgendwas machen? Habe ich hier irgendwas? Messgeräteanzeige habe ich hier auf einmal. 4.000 Warte, blau. warte. Das, was? Eins war was? 3.000 blau. Wieso kann ich das nicht bewegen? Okay, das ist behindert, wie man das bewegen kann mit dem Controller. 2.000 blau. Nochmal. 2000. Hallo, ich möchte das auch sehen. Ja. 2 ist dort, ein, zwei dahinter. 181 gelb, 190 blau. 181 gelb. Und 100 blau. Fuck, gelb ist 1, 2, 3 gewesen. 185 blau, 192 gelb. Darf ich blau nicht bewegen? Machst du immer noch mit Controller? Nee, ich mache mit der Maus. Ist halt bloß doof, das Ding zu bewegen, weil jemand schon hier drauf reagiert. Ah, schon 3 ist aber da fertig. hinten. Ich Ja. hab nicht gedacht, dass du das geschafft hattest. 50 gelb, 76 lila, 90 blau.
Otto. Wo ist hier? Da vorne. Ah, ganz vorne. 3,6 lila, 5, 4 gelb, 7 blau. Wie gelb? 3,6 lila und was? Blau? 7 blau, 7, 7. Hä, hm. Ich hatte es da drauf. 2 blau, 6, 6 lila, 3, 8 gelb. Man muss es gar nicht so genau haben, interessanterweise, aha. Hm. So, bist du schon durch damit? Brauchst du noch irgendwas? Ich laufe gerade. Kann ich eine IP-Adresse eintragen? 237. Was? IP-Adresse oder wie? Ja. Okay, 237. Punkt 127. Punkt 183. 183, ja. 136. 136. Was spiel ich denn jetzt hier? Seh dich nicht mal. Doch, da sehe ich dich. Du bist in einem Labyrinth drin, ne? Ja, wo müssen wir denn hin? Die Datenfragmente sammeln. Katze. Oh, ich sehe dich nicht, oder? Bist du da? Beweg dich mal. Ich sehe keine Datenfragmente. Ich sehe nicht mal deinen Spieler. Ich habe einen grünen Cursor hier. Ja, aber ich sehe nicht, was du bewegst. Ich sehe gar nichts, was du bewegst. Du bist du direkt unter mir? Ich bin genau in der Mitte gerade. Da, auf der Map. Und ich muss jetzt erstmal gelb sammeln? Nee, gelb muss ich erst sammeln. Gelb muss ich das erste sammeln, okay. Das heißt also, du musst mir ansagen, wo ich hingehen muss. Nee, du hast doch gerade grün aktiviert. Ja, ja, aber du hast gesagt, dass wir gelb als erstes machen. Ja, grün war ja gerade aktiviert. Bist du da hingegangen oder was? Ja, ja. Ach so, gelb, grün, blau, pink. Gelb. Scheiße. Abgerutscht. Das ist ja ein komisches Gewirr hier. Weil du siehst halt gar nicht, welche Position dich wohin bringt. Also welcher dieser Fahrstuhlteile. Und die drehen dich alle so behindert. Oh. Pink, gelb, grün, blau. Pink, gelb, grün, blau. Jetzt muss ich da hinten hin. Ich bin aus Versehen gegengekommen. Pink. Gelb. Okay, ich glaube, das machen wir mit dir. Ich krieg hier gefühlt einen Brechreiz. Dadurch, dass immer wieder gedreht wurde. Gelb, grün, blau hast du gesagt, ne? Ja. Was machst du? Ich krieg hier einen Brechreiz durch die ganze Drehung. So hab ich. Oh, Alter. 2 Minuten 30. Also jetzt habe ich erneut Ausrüstung ausgewählt. Das wollte ich ja nie. Na, wir können es ja nochmal probieren. Oder so. Da ist mein Mauszeiger. Hier links hast du erstmal das Pad aktiviert, ja. So. Zwei. Machen wir es erst mal zwei. Blau 195. Ja. Cool. Eins. Ist das hier eins? Ja. Gelb 13700, also 370 und dann blau 1000. Okay, hatte ich falsch dann gesagt, war kurz verrückt. So, blau 1500 und gelb 3400. Eigentlich
Brauche ich dir ja die ganzen Mühen, kann ich ja ignorieren für dich, ne? Brauchst du ja nie. So, 4. Gelb ist 7, lila 2,2, blau 6. Da. Lila 52, gelb 64, blau 40. Hast du? Hast du nie? Blau 90, lila 72, gelb 56. Das ist manchmal umständlich, weil er nicht das bewegt, was... Ja. Okay, 146. 136. 230. 162. Ach du Schreck. So. Wie komme ich denn zu den Teleportern? Grün, gelb... Okay, lila, gelb, grün, blau. Ich muss das richtig halten. Also gelb, lila, blau, grün. Achso, erst gelb. Ach, Mann. Ja. Die Zeit schaffen wir nicht mehr. Bist du irgendwo gegengekommen gleich, oder was? Ja. Ich hab das mitbekommen, dass du da unten sich bewegt. Ich dachte, das wärst du, der sich bewegt. Gelb? Gelb, lila, blau, grün. Oh, ist das unschön. Ja, also siehst du diese komischen Bewegungen, die sind so behindert. Du kriegst richtig Motion Sickness, weil es dich immer dreht, so wie es will. Finde ich jetzt nicht so schlimm. Blau, grün. Ach, zuerst blau. Ja. Hä? Da drüben. Ah, das müssen wir dann nochmal machen, sehe ich gerade. Ja. Nein! Warum ich hab zu sehr gedrückt. Dagegen? Ich hab zu sehr gedrückt. Hm. Ich hatte gerade Fingerspaß drin. Grün, gelb, lila, blau. Dieses dauerhafte Gegendrücken ist ein bisschen behindert, ne? Ja. Komm, berühren. Danke. Wenigstens Silber. Ach, die 230 sind schon echt knapp. Hallo? Okay, doch eh. Oh, ich muss extra das Symbol anschauen. So, 205 blau. ...1600 gelb, 2500 blau. Ach Mensch, ich bin doch nur einmal... zur Seite gerutscht. Ich habe irgendwie gerade so mit dem Zeigefinger so einen kleinen Fingerschmaß. Gerade so uncool. Vielleicht sollten wir das Spiel dann doch nicht spielen. Nee, das geht schon. So. 205 blau. 1600 gelb. 3500 blau. Zwei gelb, 6,4 lila, blau 4. Gelb 94, lila 48, blau 60. Weiter geht's.
Renn doch, Charakter. Hey. 217, 162, 112, 125. Oh, die Zeit reicht jetzt. Gelb, lila, blau, grün. Grün, gelb, lila, blau. So ganz von vorne anfangen. Alter, was soll denn das? Der hat noch nachgehangen. Ich hab runtergedrückt, aber da ist er zu weit nach unten gegangen. Ich hasse das. Weil dieser Fluss ist doof. Das so, hab ich auch einen bekommen. 1,90. Doch, doch, komm. 3200, 2500. Also gelb, 3200. Gelb 5, lila 1,2, blau 3. Gelb 98, lila 52, blau 40. Oder auch nicht? 98 war falsch. Nee, 98 wurde mir angezeigt. Blau 90, gelb 58, lila 46. Eins, vier, fünf, 112, 125, 109. Grün, gelb, lila, blau. Hä? Oh, ist immer noch gut. Gelb fehlt mir noch. Hey, ich dachte, das wurde zurückgesetzt. Nee, ist richtig. Das stand bei mir zurück, wird zurückgesetzt. Ich hab gewartet. Bei mir ist bei grünen Haken lila und blau noch. Oh, das wird knapp. Na eben. Ich habe jetzt einfach gewartet, weil wegen zurückgesetzt. Wird zurückgesetzt schon wieder. Was machst du denn? Aber bei mir ist lila ein Haken drin. Das Ding will mich verarschen. Das ist kompletter Rotz. Also ich hab das bekommen, ne? Also wirklich, ich hab das Ding bekommen. Warum wird denn schon wieder zurückgesetzt? Ich will jetzt gerade raus, ich wollte ins Menü und das neu anfangen, das Spiel. Ich komme nicht. Hä? Was ist denn das? Du kannst es bei mir sehen. Ich hab's bei mir aufgenommen und instant das Geräusch bekommen, aber das ging trotzdem weiter. Es hat keinen Sinn ergeben. Ja, nochmal. So. Ja. So, 185. 3100 gelb, 1000 blau. Lila 3,6, gelb 2, blau 5. Gelb 92, lila 54, blau 70. Weiter geht's. Wir sind echt gut in der Zeit. 2, 3, 4, 1, 2, 5, 1, 0, 9, 1, 7, 7.
Lila, blau, grün, gelb. Richtig, Hammer. Hauptstand bei mir schon wieder wird zurückgesetzt. Hammer. Also weiter. Das wurde jetzt zurückgesetzt, ich weiß nicht wieso. Also grün, gelb, lila, blau. Kein Sinn, ich hab das doch erhalten. Du darfst nicht gegen die rote Wand, ne? Komm ich nie. Ich hab das Ding erhalten. Ohne. Grün? Das war auch gerade richtig. Hä? Alter. Dann wechseln wir. Ich verstehe das nicht. Das macht bei mir einfach raus, obwohl ich das kriege. Und ohne an die Wand kommen. Das wird komplett zurückgesetzt, wenn du an die Wand kommst. Ich bin nicht an die Wand. Das macht das Geräusch und sagt falsch. Ich verstehe aber nicht, wieso. So schlimm ist das tatsächlich gar nicht mit dem Hinterwarpen. Mir wurde schlecht. Frage ich mich, wie du VR hinbekommst. Weil da kann ich mich ja mitdrehen, aber wenn das Ding reingeht und es dreht sich einfach instant in die falsche Richtung, obwohl ich da weiterlaufen will, geht mir schlecht. Mhm. Zwei, zwei, gelb, drei, null, blau. Was? 3, 2, gelb? Das hat nicht gestimmt. 1500 blau, 3600 gelb. Drei gelb, 4,8 lila, 2 blau. Jedoch blau. Danke. 46 gelb, 66 lila, 100 blau. Was, 44 lila, ne? 46. 66 meine ich. Ich hab 46 jetzt. 50 blau, 96 gelb, 84 lila. Die Mausempfindlichkeit eigentlich schon so weit runter wie möglich, aber trotzdem ist die so empfindlich. 211, 177, 173, 212. Wohin? Blau, lila, gelb, grün. Blau ist jetzt woanders. Ist immer woanders. Blau. Na, lila und grün. Was, zurückgesetzt? Blau. Ich war bei blau. Ja, warum habe ich denn gerade einen Fehler bekommen? Deswegen sage ich, das war bei mir schon. So, nochmal blau. Hä? Schon wieder? Ja, das hatte ich ja auch. Ich habe es erhalten, aber trotzdem falsch. Immer noch blau? Warte mal kurz. Start mal das Spiel neu. Okay. Spiel beenden. Weil wenn ich den gleichen Fehler halte, ist das ja unspielbar. Düdü. Düdü. Ungünstig. 6617 959. Warte mal kurz, ich gehe mal die Einstellung, kann ich hier die Grafik, Spielverlauf, Stream Option, ich möchte gerne Mausempfindlichkeit runtersetzen. Sichtfeld ist okay. Ich kann
Ich kann keine. Du kannst nur die Drehempfindlichkeit einstellen. Drehempfindlichkeit? Ich habe keine Drehempfindlichkeit. Na doch, bei Spielverlauf. Ach so, hier. Ja, aber das ist für Controller. Und unten drunter ist für Maus. Masonry Binding. Vielleicht ist mit Drehempfindlichkeit wirklich die Mausempfindlichkeit gemeint? Weiß ja, es ist die Mausempfindlichkeit. So. Also kommt mir jedenfalls ein bisschen vor. Junge, nee, das ist sie nicht. Hundertachtzig blau. Dreitausendsiebenhundert gelb, 3000 blau. Sechs Komma vier lila, 5 gelb, 4 blau. Achtundachtzig gelb. 42 lila, 60 blau. 216, 182, 131, 171. Grün, gelb, lila, blau. Gelb. Ja, ich muss jetzt erstmal zu gelb. Das ist echt komischer Weg da hoch anscheinend. Ja, wieso komme ich denn hier hoch? Da kann blau. Ja. So. Abschluss zum roten Knopf. Ja. Und die Drehempfindlichkeit ist wirklich nur so eine Drehempfindlichkeit. Also das dreht sich dann einfach nur doof. Ach, geschafft. Zum Spielverlauf. So. Oh, das ist immer das gleiche? Saugroboter. I don't know. Ich glaube, ich habe jetzt einen Saugroboter. Das ist ja nicht, dann ist er wahrscheinlich bei Roboter. Ja, da ist ein Roboter. Gerät hacken, hallo? Ja. Wo muss ich denn hin? Ich kann nie zu dir. Ich muss einen Schlüssel eingeben. Hier ist ein Labyrinth, das ich nicht sehe. Was ist denn das? Ja, das ist das Labyrinth, wo wir die ganze Zeit durchgegangen sind, bin. Ja, aber das ändert sich ja wahrscheinlich immer wieder. Nein, das ist immer gleich. Ja, du musst ja auch nicht zu meinem Startpunkt, oder nicht? Du musst einfach die Treppe runter. Ich kann hier, da ist eine Wand. Warte mal, ich bleib jetzt einfach mal bei dir. Hier ist eine Wand. Boom. Ich muss mit dir zurück zum Anfang. Am Anfang ist das eine coole.
Drehen. Da rechts rein muss ich. Hier ist ein Muster, was mir angezeigt wird. Visueller Schlüssel. Das muss ich eingeben. Sag mir, wenn du da bist. Jetzt. A1 ist links oben nach rechts unten. Ja. Bei A4 ist von links unten nach rechts oben. Ja. Zwischen A3 und B3, da ist die Wand. Zwischen B1 und B2 ist dort die Wand. Okay. Zwischen C3 und C4 ist dort die Wand. Ja. Zwischen C2 und D2 ist dort die Wand. Okay. D1 ist von rechts oben nach links unten. Hm. D4 ist von links oben nach rechts unten. Okay. Das war's, was mir angezeigt wird. Okay, ich habe den Laser deaktiviert. Kann ich jetzt irgendwo hin? Ah, du musst jetzt hier zum ersten Schlüssel zurück. Und dort auf den roten Knopf springen. Ersten Schlüssel zurück? Hier, oder der zweite Schlüssel, oder? Rechts. Genau dort. Dort, wo du gerade bist. Ja. Und hier geradeaus. Hier ist ein roter Knopf. Haben wir geschafft? Ja, wir haben es sogar direkt geschafft. Einfach eine Sekunde. Nee, zwei, oder? Wir hatten 2:13. Ja, 2:3, wir hatten eine Sekunde und 70 Millisekunden oder so. Ja. Genial. Okay, das ist ein einfacheres Rätsel. Ja, ist das das davor? Oh, jetzt können wir uns eine Ruhezeit lassen. Stimmt auch wieder. Will ich jetzt Brille? Ernsthaft? Warum ich bin dooferweise rein. Was heißt hier dooferweise, hä? Weil ich nehme die Schrägen gleich mit. Ich gehe die gerade. Und habe auf Printen gedrückt. Sollte ich vielleicht nicht machen. Hi. Hier so quer rüber kannst du. Ja, hier kannst du quer rüber sozusagen direkt zu mir. Einfach quer rüber. Du kannst auch schräg. Muss nicht gerade. Ja, hier gerade. Ah, zurück. Ja. Okay. Und wo war der visuelle Schlüssel? Wo ist das? Wieder zurück, einfach. Ach, hier an die Tür, ne? Hm. Ja, okay. Aha. Okay, zwischen A2 und B2. Zwischen A3 und B3. Aha. B1 links unten, rechts oben. Aha. B4 links oben rechts unten. Aha. C1 links oben rechts unten. Aha. C2 links unten rechts oben. Aha. C3 links oben rechts unten. Aha. C4 links unten rechts oben. Und das war's schon? Ja. Ach, Laser deaktivieren, danke. Ja, und da ist an der gleichen Stelle der Knopf, bloß dass er nicht an meiner Kante ist, sondern weiter rechts von dir. Rechts. Rechts, direkt dort an der letzten Feld rechts in der Ecke. Nein, rechts, nach rechts schauen! Weiter gerade. Ey, das ist links, von dir aus gesehen. Genau, und dort einfach. Solid work. Eine Millisekunde zu viel. 100. 100 Millisekunden? Aber das wäre doch schon eine Sekunde. 1000 Millisekunden sind eine Sekunde. Ah, okay. Dann hier weiter.
Du stehst bei meinem Unmut bezüglich diesen Herausforderungen. Also, wir stehen jetzt hier vor mir. Hauptserver. Ich kann die IP-Adresse nennen, und zwar 216 182 131 171. Nochmal die zweite. 182. Dann? 131 171. Oh Gott. Jetzt werden hier Fireball angezeigt, solche Sachen. Und ich krieg hier Symbole mit angezeigt. Fireball analysieren. Wie werden die erst angezeigt? Ah, jetzt werden die angezeigt. Ah, cool. Ich muss mir sagen, welche Symbole ich muss. Achso, auf der einen Seite ist ein Zahnrad, auf der anderen Seite ist eine Sonne. Zahnrad, Zahnrad, Zahnrad. Links Zahnrad und rechts Sonne, ne? Ja. Die Sonne mit dreieckigen. Ja, es gibt, glaube ich, nur voll und leer. So, das wurde deaktiviert von mir jetzt. Muss ich irgendwo anders hin? Ne, ich habe hier was klicken gehört. Klicken gehört, aber ich sehe hier nicht, wo ich hin muss. 8 plus 2. Ich weiß nicht, wo ich hin muss. Achso. 3 plus 8. Klicken zum Zugreifen. Ach hier, Quarantäre, jetzt sehe ich hier was. Ich sehe hier ein Labyrinth von dir. Ja, 5 plus 3 habe ich und 3 plus 8. 5 plus 3 und 3 plus 8. Ja. Ich habe hier. Geh mal in die 10 rein, siehst du das? 10. 8 plus 2, geht nicht. Ich kann entweder in die 8 oder in die 11 dementsprechend. Nee, du, wenn du reingekommen bist, dann rechts. Nee, das ist die falsche Tür. Genau gegenüber. Kannst du mir die einfach die Zahl nennen? Ich hab eine 10 dort. 10 musst du. Gibt's zwei 10, aber du brauchst halt die gegenüber der 7 ist. Ich habe hier keine, was 10 ergibt. Ich habe hier eine 6 und eine 14. Also wie gesagt, die Tür war genau gegenüber von der, wo du gerade reingegangen bist. Ich kann in die Tür nicht reingehen. Aber da musst du rein. 10, ich hier eine 10. Geh mal zurück. Wenn du in die Tür reingehst, wo du nicht reingehen kannst und die der vor dir hast, dann links davon. Ja, das ist 10 bei mir. Jetzt bin ich in 8 plus 2 gegangen. Nee, das ist falsch. Du musst nochmal zurück. Das solltest nicht nochmal. Ich habe bloß gesagt, das war die 10. Oh nein, du bist schon wieder in die 7 gegangen. Zurück. So, wenn du die Tür hast, wo 8 10 ergibt, dann ja genau. Dort bleiben und dann dort, wo du reingekommen bist, links. Geht nicht. Dann geradeaus. Du bist dort gerade reingekommen, von der Tür aus. Ich bin einfach gerade ausgegangen jetzt. Nein, du bist wahrscheinlich wieder zurück gewesen an dem Standpunkt, wo du reingekommen bist. Nochmal zurück. Nein, du bist wieder in die 7 gegangen. Ich verstehe nicht, wie du dich drehst. Oder wirst du gedreht oder stehst du fest? Ich stehe jetzt vor der 7 plus 3. Das ist die 10. Das heißt, also links dort die Tür musst du raus. So, die Tür, die 10 ergibt, gegenüber bitte raus. So, dort wo 9 ergibt, dann bitte rechts lang. Machen wir es halt so. Dort wo 7 einfach links ist, ich glaube, das ist ein Eckteil. Du kannst eigentlich durch keine weitere Tür. Dort wo 14 einfach rechts lang. Dort wo 10 einfach links. Zehn ist gegenüber. Bei der 8 dann einfach nach links. Rechts, rechts, tut mir leid. 10 ist wieder gegenüber. Links, rechts, Schwäche.
Nein, hier die 10 bitte links. Hier die 10 ist gegenüber. Bei der 8 hier rechts. Okay, da haben wir ein Ziel. Das war schon okay, das Prinzip nicht behindert. Die hier muss ich ab. Du willst ja jetzt erstmal nicht auf Gold machen? Das können wir auch hier mit so machen. Achso, du siehst Gott. Dann, wie ich das gemacht hatte. Oh Gott, strecken. Ah. Ich weiß ja, wie es jetzt ist. Okay. So scheiße ist es nicht. Nö. Ich würde gerne das überspringen, danke. Eins, sechs, fünf. Mhm. Eins, drei, eins. Mhm. Eins, sieben, eins. Mhm. Eins, fünf, acht. Verkopft ist das Symbol. Dauert eine ganze Weile, bis es analysiert hat. Okay. Ich brauche Zahnrad links und Sonne rechts, aber das ist eine volle Sonne und die Spitzen sind eher in der Mitte, nicht komplett außen an der Rand herum, sondern eher in der Mitte angerichtet. Ein Zahnrad. Genau. Ein Zahnrad und eine Sonne, wo die Spitzen eher mittig angesetzt sind, nicht komplett ordnungsgemäß mit gleichem Abstand. Wo jetzt hin? War kein Zahnrad, ne? Warte. Es war kein Zahnrad, ne. Ich wusste es nie anders zu beschreiben. Wo muss ich denn jetzt hin? Aber es gibt gar nicht so viele Kombinationen. So, ich habe 2 plus 5 von mir. Also du musst mir jetzt sagen. Wo muss ich denn hin? Du siehst dort immer eine Zahl. Das ist die Zahl, die ich hier erkannt. Und dann muss ich dementsprechend die Tür dort entlang gehen. Entweder hast du eine 6 oder... Ach, hier. Ja, genau, den näher neben. Achso, 7? 6 oder 7? Links. Mhm. Da? Links, okay. Achso, ich muss anklicken, okay. 10 rechts? Ja. 10 rechts, ja. 10 gegenüber? Aha. 8 links? 10 links. Hier ist die 10 und hier ist dann links. Und dann musst du unten drücken, analysieren drücken. Now that's expert level. Och man, warum war das schwer? Zweite so schwer. Und das zweite so schwerer? Hm. Ja, das ist behindert. Abwehrgeschütz. Was? Ist denn bitte Abwehrgeschütz bei Geräten? Ja. Du musst mir sagen, wo ich hinschießen muss. Ich lade mir gerade den Video runter. Du musst... Die Wand. Da ist das Ziel, wo das öffnet. Da muss irgendwo eine Linie lang führen. Das ist wie bei dem einen Spiel. Schätz mal hier. Du hast dich draufgestellt, ne? Und ich hab dann ja, auf ich den muss Boden ja... gezielt, das hat trotzdem dich getroffen. Okay, dann. Okay. Well. Ja, also hier an der Kante. Da? Ja, schieß. Hab ich doch auf dem Punkt hier. Ich hab gesagt, du sollst schießen. In dem Moment, wo ich gesagt habe, schieß. Nicht vorher, nicht nachher. Schießen. Hier läuft eine Kugel entlang. Ach so. Ja.
Hier. Und jetzt, hier siehst du die blaue Fläche, ne? Ja. Hier. Ah, daneben. Warten wir kurz. Und, nee, etwas höher. Jetzt. Noch höher. Hier auf die blaue Fläche, blaue Fläche. Ja. Ah, nicht geklappt, okay. Hier. Hier. Wo schießt du denn hin? Ich hab gestanden hier und du schießt hier hin. Ich kann leider mit der Maus nie zielen, das ist, wäre schöner. Ach so. Ja, dann richte dich mal auf diesen Trainer hier auf. Eins. Ja. Und jetzt. So funktioniert's. Wohin muss ich jetzt? Ich laufe noch. Aufzugsteuerung. Kriegst du irgendeine IP-Adresse angezeigt? Ich glaube, du musst in den Roboter. Saugroboter? Mhm, weil ich habe gerade nämlich die Tür aufgemacht für den Roboter. Ich bin im Roboter. Und jetzt einfach zurück, wo du vorhin rein warst. Aber nicht statt rechts, musst du dann links. Ah, da ja. Hey, hier ist ein Fahrstuhl. Lol. Schienenträger. Hi. Oh. Ah. Da ist eine Tür, die ist aber zu. Jo. Siehst du die Laser? Ich sehe keine Laser. Ah doch, jetzt sehe Laser. Vorsichtig, ich sag dir, wenn du weitergehen darfst. Du siehst die Laser also? Ja. Stopp, hier musst du bleiben. Hier? Und jetzt links runterfallen lassen. Hier. Nee, ein bisschen weiter nach links. Ein bisschen weiter nach links. Nee, nicht rechts. Bin jetzt gerade von deinem links ausgegangen. Warum? Du hast ja nicht gesagt, von welchem aus links. Na, egal. Ah, ja. Das ist das Bundeck oder das Wandding? Richte dich mal auf dem hier aufs, auf diese Kante hier. Ja. Und jetzt. Okay. Richte dich wieder auf diese Schwelle hier auf. Jetzt. Jetzt. Wo schießt du denn hin? Hä? Ich dachte da oben. Ach nee, hier wieder unten. Wie vorher. Hier unten. Ach so. Kannst du auch hier? Ah, geht. Bleib lieber hier. Bleib lieber hier. Ja. Du sollst dich vielleicht nicht im Weg stehen. Jetzt. Ab in den Saugroboter. Dass ich mir erst die Geschwindigkeit wieder einstellen muss. Wie langsam ist das denn? Au, 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 au. Das war knapp.
Nein! Ich dachte, ich bin gegen die Wand gefahren. Weil ich bin da durch. Welche Wand? Du hast dort, dort den Pfeiler dort, ne? Und ich dachte, ich bin jetzt gerade dagegen gefahren und nicht durch. Ich bin aber durchgefahren. Ja. Das war für mich gerade echt strange. Hier. Auf der Linie. Hier. Mhm. Und zwar... jetzt. Gut. Und zwar... hier oben. Auf der blauen... auf dem zweiten blauen. Wo bist du? Auf dem zweiten blauen. Auf der Linie. Und zwar... jetzt. Daneben. Etwas höher. Ja. Jetzt. Warum hat das nicht getroffen? Dann gehen wir hier hin. Ja. Jetzt. Oh. Jetzt. Mann. Es ist immer enttäuschend, wenn du halt ein bisschen daneben schießt. Hey, hier ist eine Wand, aber die Wand da hinten wurde nie erkannt. Das ist uncool. Nee, ich meine gerade eben beim Schießen. Ja, nee, ich meine, jetzt habe ich gerade hier bei einem Roboter aufgeregt. Die Stationen sind eine Wand, aber die Pfeiler hier anscheinend nicht. Ach so. Das mit dem Schießen kann ich nicht verstehen, das frustriert. Bewegst du das Ding in der Mitte, also den Pfeiler dort für die Laser, oder ist automatisch? Ich bewege den. Okay. Weil der ist echt ganz schön langsam, oder? Ich kann ihn auch schneller bewegen. Aber ich mach's lieber vorsichtig, weil wir haben Zeit. 2 Minuten 30 müssen wir machen. Ja, wir sind ja gleich fertig. So, und jetzt auf der Mitte der Plattform, genau hier jetzt links ausrichten. Nein, doch nicht so weit. Hey, du hast doch gesagt, im mittleres Ding. Ja, du warst doch gerade, nein, in der Mitte dieser einen Platte. Ach so, in der Mitte der Platte, ich dachte die mittlere Platte. Ja. Ich habe jetzt die mittlere Platte anvisiert, deswegen bin ich eins weiter vorgegangen. Dachte, ja, aber da war ja noch Laser, die habe ich ja nicht weggemacht. Die hast du gerade weggemacht. Der war gerade weg, wirklich, genau in dem Moment. Okay, hier. Wo du stehst, ja? Jetzt. Hier, zweite blaue Kante. Mhm. Jetzt. Daneben. Etwas höher. Jetzt. Ab zum Sockroboter. Die Kugel brauchst du Ewigkeiten. Ehe ich dir ein neues Ziel sage, ist das Ding auch wieder zurück. Ach, rutsch doch hier weg. Ich möchte bei dem Roboter Shift drücken, aber das geht ja nicht. Nee, das geht nicht. Hätte ich da eine Ahnung, wo der Punkt ist, wenn ich runterfahre? Ja, eigentlich, wenn ich mich richtig hinstelle, kann ich das sehen. Wenn ich mich an der Tür warte. Eckst du eigentlich nur genau 2 Laser, oder? Ich denke schon. Ein bisschen mehr. 3. Grundsätzlich 2, aber es können auch 3 sein. Gut. Also jetzt hier, das hier. Noch eins weiter. Das nächste hier. Jo. Und jetzt in die Mitte fahren. Nach links. Und jetzt einfach geradeaus. Perfekt. Du hast nicht mal getroffen. Reicht das Ding nur kaputt zu hauen wahrscheinlich. Ja, denke schon. So, jetzt muss ich. Ja, genau. Character. Hi. Oh, Junge. Strecken ist wichtig.
Müssen wir gleich noch ein Getränk machen. Wir können ja dann Pause machen, da haben wir die Hälfte durch. Willst du dann was anderes spielen? Können wir überlegen. Ob wir erst schon hier dann nochmal ansetzen oder so. Gib her die Brille. Hallo, Download. Ich habe jetzt fünfmal auf Download gedrückt. So. Hier an dieser Wand unten, direkt vor mir an die Kante ziehen. Mhm. Jetzt. Ah, das war zum Beispiel jetzt. Okay, ich muss dir ein paar Sekunden vorher sagen. Hier, direkt hier vor mir an diesem bisschen weiter unter dem Kreuz hinziehen. Also hier. Jetzt. Wie schnell du da bummelst. Also fährst. Ja, kann man ja übertakten, das ist mega cool. Ja, du kannst halt da auf volle Pulle setzen. Ja. Ja, okay. E und linke und rechte Maustaste, okay. Sogar zurück. Ist er behindert? Hä? Ich habe jetzt gerade nicht verstanden, wieso das Ding nicht. Ich muss das halt immer vorhalten. Immer wieder klicken, klicken, klicken. Und nicht zu schnell natürlich. Ich dachte, weil du warst halt zu weit rechts an der Kante. Ich dachte, du kommst so wenigstens an den Laser ran. Aber nee, du bist. Wie, du kommst dann wenigstens an den Laser ran? Ja, ich bin ja bis immer ganz knapp an die Laser da dran gefahren. Du warst aber ganz nah an der Kante der. Des Balkens, meine ich. Ja. Genau, gleiche Position. Hä? Du bist vorbei. Du wurdest noch nicht mal getroffen vom Laser und trotzdem meinte er es wäre. Hä? Es gibt einen Zwischenpoint. Wow. Danke. Spiel. Diese sinnvolle Info. Danke. A strong result? Ja, doch relativ hoch. Wir hätten sogar wieder Gold geschafft, hätten wir gerade nicht den Endfehler gehabt. Willst du jetzt schnell was zu trinken holen? Ja, ich mach mal. Mach mal was mit Sirup. Achso, ich dachte, wir hätten doch in der Session bleiben können. Hm? Du bist komplett aus dem Spiel gegangen. Ja, weil wir es anders spielen wollen, Session. Oder nicht? Hä? Na, ich dachte, du willst dir was zu trinken holen. Ach, und dann willst du die restliche Mission noch fertig machen? Ja. Achso. Achso. Ich dachte, wir machen jetzt erstmal Päuschen vom... Nein, nein. Ich dachte, kurz Pause, damit du was zu trinken holen kannst. Und ich trinke mir was... Achso, na dann, bis gleich. Das jetzt einfach mal. Ich guck mal, was da los kommt.
Odyssey. Oh, warte, ich muss mal kurz. Ha, so richtig harten. Dann ab zu meinen Mails. It's me, Melio. Melio? Hab ich hier keine Mail erhalten? Gebet man mir eine Mail? Bleibt die denn? Ah, hier. Muss ja gerade ein paar Kumpels ärgern. Ich stream auch gerade selbst. Ich hab mir oft, das stimmt ja. 17 Uhr. Ich stream selbst. Den Code wäre die 877-2120. So. Warte, muss ich Hacker sein? Was machst du denn da? Ich ärgere die gerade. Wen ärgerst du? Weil ich, mein Kumpel, ich will gerade nur wissen, was die kochen. Warte mal kurz. Okay, I don't know, was die machen. Lass ich das Ding einfach so im Hintergrund laufen. Mukbang. So. Muss ich Hacker sein? Ich weiß es nicht mehr. Sicher gleich. Ah ne, wir haben noch gar keine angefangen. Stimmt. Ich hatte mich schon gewundert, was du willst. Stabilisierung und Schildroboter. Was muss ich als erstes nehmen? Keine Ahnung, was das hier für ein Roboter ist. Druckplatten 0 von 2. Geh mal auf die linke. Ich habe hier ein Stabilisierungspanel, das wo wir die ganzen Sachen an uns ansagen mussten. Geh erstmal den Roboter rein. Okay. Da. Schildroboter, da haben wir. Okay. Und dann auf den linken Knopf. Das ist ja echt komisch zu bewegen. Muss die hinterher? Denke schon. Du bist ein Schild. Ja, ich sehe es halt bloß nie. Ich stehe doch hier auf dem Laser. Oder ist der Busch unten drunter durch? Ich denke unten drunter durch. Muss halt mir sagen, ich sehe bloß ein paar Laser. Laserlauf statt in 1. Sieht doch immer seitlich! Der fuck ist das denn? Wo muss ich denn dann hin? Also zu dir dann rennen oder war bei dir eine Safe Zone? Nee. Die sind ja einmal komplett gedreht dann gewesen, die Laser. Die waren dann immer zu dir senkrecht. Ja, hab ich auch mitbekommen. Die wärst ja dann instant. Ich glaube, du musst hoch, oder? Oder nee, du kommst von oben, ne? Ja, da kam ich her. Vielleicht muss ich einfach nur komplett durch. Und du wartest draußen. Okay. Ich kann leider auch nicht schneller. Nee, du musst mit. Du musst dann bloß mit achten, dass du dann seitlich anscheinend dazu stehst. Ich hab grad versucht, seh dann durchzulaufen seitlich. Nee, ich sehe dann, wie die stehen.
Achso, ich Geräte erst hacken. Du musst dann genau an der Kante stehen, sozusagen, genau. Ein bisschen weiter rechts. Ja. In der Mitte ist auf jeden Fall ein Laser. Hä? Hat er dich jetzt getroffen? Ernsthaft? Ich stand genau drin. Okay, die Perspektive. Da musst du wahrscheinlich ein bisschen weiter rechts, weil ich habe gedacht, die ist parallel zu dem rechten. Och, Gerät hacken. Wenn ich das Ding schon auswähle, hätte ich gern, dass das automatisch gehackt wird, ja? Können wir das irgendwie so einrichten? Danke. Kann man machen. So, genau dort musst du stehen. So, wehe, du wirst schon wieder getroffen. Hä? Du standst aber genau zwischen den Dingern. Hä? I don't get it. Lass mich einfach mal durchfahren. Bist du wahrscheinlich gerade am Anfang dort drin. Also gehen wir zurück an den Anfang, beziehungsweise raus. Willst du raus? Oder kann ich fahren? Ja, aber hier kannst du die nach rechts drehen. Siehst du das auf dem, auf der Platte? Ja, ja. Ich weiß das. Also wenn ich jetzt gerade rausfahre, würden die horizontal stehen. Also hier quer, längs, also ja, und da hier muss einer drauf. Und, also, wir müssen beide auf den Platten stehen, damit der das runterfährt. Du wirst doch automatisch instant getötet. Vielleicht muss ich als erstes, wie gesagt, durch komplett. Dann mach ich das mal. Gehst du wieder an den Anfang? Ich hoffe mal, du bist doch irgendwie safe. Ja. Jetzt kommt die Druckplattenangabe. Hat keinen Sinn. Kann ich, wenn ich auf die Druckplatte gehe, kann ich da für dich ausschalten, den Laser? Nee. Willst du nochmal neu starten oder wie? Hinweise. Stell, schütze deinen Partner in den großen Raum. Ja, wie denn? Sollte ich als Schild benutzen? Aber wovor? Ich hab hier extra. Oh, ich hab hier extra Knöpfe für die Schild. Ich dachte, das ist die Fahrgeschwindigkeit. Das sind ja richtig Rotzteile. Hier, ich hab hier so ein Schild. Schildroboter. Wenn ich jetzt hier drüber fahre. Nee, wird nicht geändert. Dann machen wir es halt so. So, komm mal her. Musst du wahrscheinlich nach rechts, dann ich gehe hier links hin. Jo. Nee, ich kann geradeaus. Ja, du musst aber erstmal dort bleiben. Ich sehe dich bloß leider, Dani. Du musst halt weiter sagen, wenn ich weiter kann. Ich kann mich nach dir richten. Weiter, weiter. Weiter, weiter. Stopp. Und jetzt zurück. Hier ist ein Weg. Du musst hier den Weg lang. Okay, und ich muss hier einfach ein Stabilisierungspanel. Oh Gott.
Ja, was ist denn? Warte auf Partner. Warte auf Partner. Mal aktivieren. Jetzt. Board Reset. Statuskontrolle. Board Reset. Statuskontrolle auf Baseline festlegen. Hab ich nicht. Hab ich. Board Reset? Hab ich. 3 Tropfen zu Wasserstoffverteiler hinzufügen. Stoßkontrolle auf pneumatisch festlegen. Dichtefaktor auf 2 festlegen. Flussrichtung auf nach oben, hab ich. Anschluss grün. Statuskontrolle auf Warnung. Energieauflader laden. Quadrat drücken. Quadrat, ja. Flussrichtung nach unten. Stoßaktivierer aus. Stoßaktivierer aus, ja. Velozitätssensor auf 61. 3 Tropfen zum Wasserverteiler. Reaktiviere T3-Ventil. Hab ich nicht. Fertig. Worauf jetzt? Ah, okay. Encouraging result. Ja, gut. Ist die Frage, soll ich erst mit dem Roboter rüber und die Laserwechsel auslösen? Nee, ich glaube, ich muss mit dir wegen der Zeit. Zeit, okay. Du kannst aber jeweils an den Dingern rechts und links auswählen. Du hast ja genügend Zeit, das hat 3 Sekunden, bis es wechselt. Achso. Bei dir, der seitliche Schild ist übrigens, wird angezeigt, auf welcher Seite der ist, ne? Ich will nur so sagen. Der Schild wird an den Feldern, siehst du ja, rechts und links angezeigt. Musst du dementsprechend stehen zu mir, für mich. Kannst du vor mir theoretisch und wechseln? Warte. So, ja. Hopp. Und jetzt sehen wir dich. Wo ist mein Stabilisierungspanel? Bei dem linken Teil. Nicht bei Roboter und sonst, sondern links. Ganz, ganz links. Bin drin. Ich auch. Aktivieren. Okay, Partikelbeschleuniger Anschluss aus. Rot. Partikelbeschleuniger, wo bist du denn aus. Da? Überladungskontrolle C auswählen. 3 Tropfen zum Wasserstoffverteiler. Wasserstoff, da. Der Energieauflader laden. Velozitätssensor 95. Stoßaktivator aus. Flussrichtung nach oben. Schadenskontrolle auf Baseline. Auf der Überladungskontrolle B auswählen. Ich aktiviere das T3-Modul. Ventil. Flussrichtung hast du auch. T3 und Flussrichtung. Los, los, los. T3. Noch 10 Sekunden. Sauerstoffleitung auf niedrig. Quadrat ausdrücken. Sauerstoffleitung auf niedrig. Sauerstoffleitung, wo ist das denn? Da. Dichtefaktor okay. 3. Ja, scheiße. Ja, ich muss halt gucken, wo diese ganze Scheiße ist. Hä, wo ist denn das jetzt? Punkt 8 da unten. Hä? Ich kann hier runterspringen? Hä, wo muss ich denn? Ach, da hier an der Seite kann ich runter. Machen wir nochmal.
echt Sauerstoff, diese scheiß Sauerstoff-Ding gesucht und sich so unten rechts in der Ecke scheiße und dann da, diese Anzeige ist echt ganz knapp an unten in der Ecke. Hä? Das Schild war da. Der kam einfach diesmal von rechts. Hä? Was ist okay, das für Scheiß? Dann warte ich erstmal, bis du vor mir bist. Was ist denn das für ein Müll? Oh, mein Bildschirm ist aus. Das war eine Scheiße. Ich habe auch kein Geld für einen neuen Monitor. Also diesmal von rechts, okay. Das ist umständlich. Jetzt kommt die von hinten. Die Laser. Oh. Du musst erst drauf und diesen Countdown abwarten. Okay. War eben wegen Bildschirm. Okay. Oh Mann, bleib an! Ich brauch dich jetzt. Hä, wieso geht denn der immer wieder aus? Der sollte doch erst alle 2 Stunden ausgehen. Nein, der ist defekt. Der geht ab und zu mal wieder aus. Jetzt ist das auf einmal links! Ja, deswegen sagte, du hast ja gerade gesagt, du wartest ab. Ja, ich hab ja gewartet, aber du hast mich nach vorne gedrückt. Ach so, ich kann nicht drücken. Ja. Scheiße, ey. Ja, aber wieder rigged wegen Bildschirm. So, jetzt bleibst du bitte hinten. Stopp. Bleib ja, da stehen. Ich stehe hier an der Seite. Hä? Ich stand direkt neben dir. Ah, keine Hektik. Ganz ruhig. Ich kann irgendwie eh bei dir drücken. Ich kann die Mode mit dir machen. Mautzen, hä? Okay. So, hinten. Nein, der Pfeil hat von vorne gezeigt. Ich habe mich gewundert, warum du so weit nach vorne gehst. Ich dachte, Fließrichtung dort der Pfeil zeigt, von hinten kommen die nach oben. Ich kam von vorne. Ja. Weil ich hab das mit dem Wings rechts. Ich kam nicht hinterher, gemacht. Das war das Problem. Ich bin einfach schon nach vorne gegangen. Ja, wir schaffen das. Wir schaffen das. Wunderbar. Ja. Lauf, 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 du kannst schon laufen. Ach so. Stimmt. Musst nicht auf den Laser warten. Jo. Nein, die kommt von links, oder? Ja. Stand's halt direkt im Schild, was halt überhaupt nichts gebracht hat. Du hast nicht mal ausgesucht, ob du irgendwie eine Chance hattest. Gut, der Pfeil zeigt, in welche Richtung die fließt. Und ja, logisch. Ja, aber du standst zu weit rechts. Na und? Du hast doch Platz. Nein. Ich kann mich nicht ja so gut bewegen wie du. Ich muss aber rechts von dir stehen. Ja, ich hätte mich ja dann ausrichten können, aber. Statt Indie oder wie oder was? Das ist umständlich, ey. Diesmal kommst du von hinten, der Pfeil zeigt nach oben. Ja. Gut. Werde ich hier stehen? Wieso hast du mich getötet? Weil ich auf den Knopf gehen wollte und du nach hinten gegangen bist. Warum auch immer. Nee, ich bin weiter nach rechts gegangen. Du bist auf mich zugekommen gerade eben. Hä, du bist doch gar nicht so schnell. Du bist nach vorne gegangen und dann bist du kurz nach hinten gegangen. Und da war ich schon bei dir. Weil ich den Pfeil sehen wollte, dass ich halt ein bisschen dahinter bin. Mhm. Damit ich das dann mit dir abgleichen kann. Ja, diesmal kommst du wieder von hinten, ne? Von hinten, ne? Ja. Oh. Von links. So.
Warum gehst du nicht nach vorn? Ach stimmt, diese... Warum bleibst du hinter dem Knopf stehen? Ich versteh's nicht. Das war gerade ein Denkfehler von mir. Ich wollte den Pfeil sehen, damit ich das dann richtig... Ja, aber ich hab dir doch gesagt, es kommt von links. Hab ich da extra gesagt? Du kannst dir den Pfeil doch die ganze Zeit anschauen, während ich angefahren komme. So, jetzt. Kommst du von vorne. Ist wieder schön. Achso, ja. Ah, wieder vergessen. Links. Du stehst zu weit links. Rechts. Ach, du kommst da nicht vorbei. Ist das so knapp für dich? Ich kann mich halt nicht nach links bewegen. Das geht halt für mich nicht. Dann drehe ich den Schild und du kannst doch vorher schon dich weiter nach links bewegen. Vorher hatte ich den Schild für dich gehabt. Ja, aber du wissen, ob ich nach links oder nach rechts muss. Das siehst du doch. So weit kann ich auch nicht wieder nach vorne schauen. Oder doch? Doch, solltest du ja. Doch, siehst du ja. Okay. Hier war von links. Von vorn? Auf. So, wieder von links, also links. Weiter links. Oh. Ja, gut. Ja. Ja, schön, wenn man springen könnte, dann kann ich wenigstens rüberspringen. Wir haben jetzt anderthalb Minuten Zeit. Na, schaff mal. E drücken. Stoßaktivator aus. Aus. Sauerstoffleitung auf hoch. Heiß. Partikelbeschleuniger aus. Überladung auf B. Dichtefaktor auf 1. Bist du? Oh ne, hab ich. Statuskontrolle auf Panik. Energie auf Laden, Laden. Schussrichtung oben. Schussaktivator ein. Velozitätssensor 65. Velozitätssensor auf 4. Drei Tropfen Wasser. Windmotor ein. Windmotor 7. So, jetzt renne, 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 renne. Oh, drei. Du hast ein bisschen was weggenuschelt. Hab ich jetzt gedacht, oh Scheiße, ich hab's falsch gemacht. Hier haben wir uns einfach nur doof angestellt gerade eben. So, was muss ich denn hier machen? Hier ist irgend so ein komischer Roboter, da bist du hier irgendwie eingekerscht. Hier ist so ein Schlüsseltor. Kann ich aber nichts machen. Ich muss die Drohne erstmal freischalten. Ich weiß nicht wie. Ich sehe keine Felder, die ich hier drücken darf. Ich habe hier... Kann nur Emotes zu dir machen? Schema des Kettensicherheitssystems. Ich habe hier rote Ringe und davon ist ein grüner, dann zwei grüne. Kannst du mit irgendwas interagieren bei dir? Nee, ich sehe, ich habe hier. Also, ich habe hier. Komische Haken-Symbole an deinen Verankerungen, aber das sind immer solche. Vier Vierecke mit, verbunden mit einem. Viereck mit einem Loch in der Mitte. Aber unterschiedlich ja. Verknüpft. Ja. Okay. Und zwar das Viereck, was links zum Dreieck ist und rechts einfach gerade, parallele.
Die Verbindungen? Links ist ein Dreieck und links. Rechts sind gerade Parallel. Genau, ja. Das kommt hier einmal vor. Und das davon ist dann das 1, 2, 3, 4, 5, 6. ist dann grün. Der sechste Ring davon. Ich habe hier aber nichts zum Auswählen. Ich sehe die nur, die Symbole. Ach so. Ja, deswegen frage ich ja. Ich habe hier eine Tür. Da ist ein Schlüsselsymbol drauf. Aber könnt ihr nichts machen? Hier am Boden leuchtet was. Ah, du musst das mir freischalten, die am Boden, die Tore. Ich kann die nie nutzen. Die sind zugesperrt. Wie kann ich die denn freischalten? Mit dem Pedal kann ich nichts machen. Kann ich nur raus. Hier das Menü kann ich nie nutzen. Hier ist nichts. Hier ist nichts. Also du musst mir diese Panel freilegen. Ja. Ich probiere gerade was aus. Also links Dreieck und rechts Parallel. Das ist bei mir sozusagen von deinem Auge her vorne rechts. Ein Panel. Das ist ja zu. Kann ich nicht anarbeiten. Okay, mit dem Schildroboter kann ich nicht machen. Nee. Ah, jetzt. Jetzt ist was passiert. Jetzt hast du abgeschossen. Ja, das Ding ist jetzt kaputt. Genau, und hier hinten ist noch eins. Genau, und dann da. Jetzt ist es offen. Jetzt können wir mit interagieren. Okay, Drohnenbefestigung. So, machen wir das mit dem Dreieck und mit dem Parallelen links. Was hast du denn gemacht? Ich hab hier einen Laser gehabt. Ja, logisch. Natürlich von der Drohne. Ja, du musst ihn ja erstmal entsperren. Ja, aber ich dachte, die Ketten kann ich einfach so zerschneiden, aber das zählt ja anscheinend nicht. Deswegen habe ich ja freigeschossen, oder nicht? Nee, ich habe den Laser dann als nächstes. Und ich dachte, ich kann direkt mit den Lasern sofort die Ketten durchschneiden. Ist aber nicht. Ich muss anscheinend die Ketten in einer gewissen Reihenfolge zerschneiden. Ja. Aber ein Laser. Ja, das habe ich dir gerade versucht anzusagen, bevor wir überhaupt zu der Drohne gegangen sind. So, zu dem Dreien mit dem Parallel. So, und da die vierte Kette. Links Dreieck, rechts Parallel. Okay. Vierte Kette. Vierte Kette? Ist das anscheinend nicht die vierte, dann ist es das die erste. Dann muss ich einfach von der Drohne aus. Vom Verankerung des vierte. Ja, logisch, gehen. Von Verankerung. Nee, ich bin jetzt gerade von der Drohne. Von der Verankerung. Aus. Warum denn von der Drohne? Das macht doch gar keinen Sinn. Von oben 1, 2, 3, 4 und dann. Runter. Ich bin echt gespannt, wie das bei dir aussieht. Ich habe halt eine Verankerung und da dran sind Ketten. Siehst du es doch mit dem Schildding, wie die Drohne da steht. Ich bin ja, von der Drohne ausgegangen. Ketten. Doch, hier sind Ketten direkt dran. Die siehst du. Ach so, natürlich von der Verankerung. Ich sehe das nur von der Verankerung, nicht von der Drohne aus. Sonst könnte ich dir doch nicht sagen, welche es sind. Also drei Parallelen, zweite. Hä? Ich bin gerade von der Verankerung ausgegangen. Ja, ich auch. Hä? Ja, hier, das zweite leuchtet. Hä? Das zweite meint ihr auch nicht. Nein, das hat sich da jetzt verändert. Ach so, okay. Muss ich das immer wieder neu abschießen? Nee, ist schon offen. Ach so, das ist schon offen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hast du 7 Stück angegeben? So, links Dreieck, so, rechts drei. Parallelen. 6, 7. Also die Parallelen, zeigen zu den Ketten, 6, ne? Ja, nein, nicht zu den Ketten, die stehen halt so, weil sie jeweils in die Ecke rauszeigen. Also sie sind wirklich in 45 Grad Tag. Direkt gegenüber ist sozusagen die Kette. Ich habe einfach... Ja, ich meine, zeigen die Dreiecke, zeigen die Vierecke mit den Dreiecken, mit dem Schrägen... Zur Kette oder mit den Parallelen zur Kette? Es gibt keine zur Kette. Die sind. Also links und sozusagen rechts hast du auch. Genau, links und rechts. Also links ist die Schrägen und rechts sind Parallelen. Rechts genau. Und wie viele Glieder hast du zu außer das was die Maxzahl? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay.
Und die zweite ist bei mir grün. Das ist das hier. Gut. Okay, jetzt zu dem Gegenüber. Das ist links parallelen rechts Dreiecke. Das ist hier, okay. Das ist das vierte. 1, 2, 3, 4. Das war falsch. Ist aber ab. Hä? Wie ist er falsch? Ah, du bist gar. Ach, du bist daneben gekommen. Hä, nein, das ist wirklich hier das eine Ding. Natürlich, Ist klar. ab. Warum konntest du dann ohne Informationen jetzt irgendwas machen? Hä? Nein, ich hab das vierte gedrückt. Ja, und warum haben wir Dude, dann und das Fehler? ist. Weiß ich nicht, es ist aber ab aktuell. Ja, dann bist du irgendwo gegengekommen. Bei Macht aber 503 keinen Sinn, das ist schon wahrscheinlich. durch. I don't know. Egal, jetzt oben gerade unten schräg. Die 6. 3, 4, 5, 6. So, und beim letzten 2 und 3. 2 und 3? Ja, oder ich, wahrscheinlich entweder oder. So, jetzt bist du frei. Hier, umdrehen. Alles hier ein Feld zum Durchfliegen. Ein bisschen Laser reingeflogen. Ich habe hier noch eine Tür. Also ich muss irgendwie durch die Tür fliegen. Okay. Ah, okay. Warte. Hä? Muss ich hier nicht irgendwas bewegen? Ach, die Wand bewegt. Gut. Kannst du nach oben? Jetzt kannst du durch. Und mir die Tür öffnen, irgendwie. Okay, hier musst du mir anscheinend sagen, welches Kabel ich durchschneiden soll. Unten hast du irgendwelche Ich Dinger. habe drei Kabel. Oben ist rot, die unten beiden sind grün. Ja, unten die grünen sehe ich bloß. Und oben ist rot. Ich habe kein Rot. Du musst mir sagen, welches Grüne ich durchschneiden muss. Das linke oder das rechte? Das ist länger oder Ich das hab nur. kürzere? Die sind alle gleich lang. Muss noch irgendwas haben. Ach nee, ich habe hier drei schrägen. Hey, du hast die gleiche Ante. Ich habe gesagt, oben rot, unten zwei grün. Hab die zwei Das Grünen sah gerade. Ich durchgeschnitten. habe gerade geguckt, wie es bei dir aussieht. Es sieht genauso aus. Da war nichts mit länger, nichts mit kürzer. So, jetzt Die haben wir Streben, ich zwei hab die Kabel hier. senkrechte, links und Aha. rechts, Mitte nicht. Ich hab grad rechts gemacht. Ich muss wahrscheinlich das Rote durchschneiden. Warum solltest du jetzt das Rote durchschneiden müssen? Hä, aber wieso hat denn der dann gerade eben Nein gesagt? Bist du Also jetzt bei machen wir dem mal. Senkrechten, ne? Ja, genau. So, drei Kabel von oben nach unten. Das linke ist Genau. grün, das mittlere ist rot, das rechte ist grün. Ich hab Kommst du mal nicht. gegen das Rote? Kann das Nein, vielleicht ich sein? bin dann maximal dazwischen, aber das berühre ich ja nie. Muss ich hier Millimeterarbeit machen bei den Teilen? Das ist ja behindert. Ich hab keinen Laser. Ach, ich muss runter. Ah.
Das ist ein Knopf. Ey, ich freue mich, wenn du das dann die andere Seite sehen kannst. Ich suche das hier. Hey, war ich nicht gerade die ganze Zeit drauf? I don't know. Eieiei. So. Drohnenfestigung brauche ich als erstes. Das sollte schon erstmal die Überwachungs-App sein. Erstmal abschießen. Stimmt. Das war. Laserabwehrgeschütz. Diese. So. Aus. Und Drohnenfestigung ist ganz links, okay. So. Bei Dreiecke, also Dreiecks links und Parallele rechts. Mhm. Da ist es das vierte von der Verankerung aus. Genau, bei dem genau umgekehrten, also rechts Dreieck, links Parallele, da ist es das erste direkt bei der Verankerung. Bei oben Parallele und unten Dreieck, da ist es das zweite von der Verankerung. Und bei dem umgekehrten ist es das letzte. So, Drohne, fliegende Drohne da hinten. Links ist direkt. Je. Ach, ich muss interagieren drücken. Leertaste zählt nicht. Wahrscheinlich. Ich will immer E drücken. Gut. Ich muss sogar noch mal die Druckplattform direkt anwählen. Du kannst auch so schräg aus. Oben grün und unten grün.